Jo Leute, willkommen zurück bei Terraria. Ich bin mal ins Crimson gegangen und habe mir einen Altar gesucht, den wir jetzt mal zerkloppen und damit Palladium spawnen. Also was gespawnt wird, ist immer random. Soweit ich es weiß, also ihr dürft mich gerne berichtigen, wenn es inzwischen eine Reihenfolge gibt. Aber soweit ich es weiß, ist es so, dass es immer random ist, was spawnt. Also Kobalt, Palladium, was vergesse ich jetzt gerade? Spawnt Mithril auch dadurch? Bin ich gerade nicht ganz sicher. Egal. So, Mithril spawnt auch dadurch. Ja, Frage beantwortet. So, zack. Einmal das dahin. So. Da unten haben wir noch einen. So, das würde natürlich leichter gehen. Sind das die Geister? Ich weiß es nicht, ich schieße gerade nur mit der... Oh, interessant. Was ist das? Auf jeden Fall weiß ich, dass da rechts zwei Altäre sind. Und wir damit theoretisch sogar alles in die Welt holen können, was es gibt. Theoretisch. Praktisch wird es so sein, dass sich Mithril oder Palladium wahrscheinlich erstmal erhöhen. Aber... Theoretisch ist das möglich. So. Stimmt, ich wollte eigentlich auch das mal ändern. Oh, was ist das denn Schönes? Ichor oder Ikor, keine Ahnung. Titan? Palladium, also Palladium wurde erhöht. So, Hallöchen. Und hinter. Könntest du kurz... Ah, sehr schön. Ich habe aber auch kein Holz mit, ne? Okay. Da ist er, danke. Und... Keine Ahnung. Wir kloppen uns mal durch. Würde ich sagen. Okay, da ist irgendwas. Wunderbar. Und damit würde ich dann sagen, dafür brauche ich einen Hammer. Ich glaube Platin oder höher. Sehr schön. Und komm. Ja, ist gut. Ab dich. So. Na? Ja.
Oh. Ups. Den wollte ich eigentlich abknallen, aber egal. So. Wunderbar. Oh. Schwimmender Ekel. Hallöchen. Kannst du bitte einfach dich verziehen? Dankeschön. Schön, Leichenbestatter. Das ist aber eine normale Pistole. Und leider keine Laserpistole. Weil Laserpistolen haben den Vorteil, dass sie keine Kugeln brauchen. Sondern einfach, oder den Nachteil, je nachdem, wie man es halt sieht. So. Haben halt den Vor- oder Nachteil, dass sie keine Kugeln brauchen. Wobei bei Bosskämpfen, glaube ich, ist das ein Riesenvorteil, dass sie Kugeln brauchen. Ein roter Eisblock, okay. Okay, da durchs Kupfer geht es schneller, würde ich sagen. Deswegen gehe ich mal kurz hier lang. Besonders glänzend. Aha. Moment, das ist Palladiumerz. Das ist gar kein Kupfer. Das ist aber sehr schön. Dann nehmen wir das Nicht-Kupfer. Dann haben wir Palladium mal mit. So, zack. Du bist aber weiterhin Bleierz. So, zack. Hallöchen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Gehirn von Chuchulo ist erwacht. Oh shit. Und hoch hier. Okay, ich muss jetzt gerade wirklich mit der Map oben rechts fliegen. Verdammt. So. Ich meine, eigentlich dürfte er kein Problem sein. Aber... sehr schön. Da haben wir schon mal ein paar Gewebeproben. Und noch mehr Gewebeproben. So. Oh, da kommt er. Da kommt der Richtige. Okay. Gut, jetzt muss ich erstmal weg. Jetzt können wir wieder schießen. Erstmal wieder weg. Und, ja, der Handelsreisende ist weg. Komm schon. Ja. Ich baue dich ab, Chuchulo. So. Haben wir. Easy. Zack. Und zack. Und... oh, Hallöchen. Ja. Sehr schön. Ja, wir haben erst relativ wenig Palladium. Frage ist, lohnt sich das schon? Und die Frage ist, ja, das ist Kupfer. Für mich sehen die absolut identisch aus.
muss ich ehrlich sagen. Okay. Stimmt, ich wollte den noch machen. Bist du? Ja, du bist Palladium, sonst wärst du mit einem Schlag abgebaut. Also nehmen wir Palladium noch mit. Oh, und natürlich da oben den Dings nehmen wir auch mit. Den Altar. Und gucken jetzt auch nochmal direkt, ob das hier auch Palladium ist. So ist es. Dass wir schon mal ein bisschen was an stärkerem Equipment haben. Jetzt sah nicht. Ja, okay, gut. Dann halt nicht. Und weg damit. Mehr Mithril. Auch nicht schlecht. So, haben wir auch. Ach, ne, okay. Ja, habe ich jetzt vergessen. Und wir benutzen einmal das. Was ich vergessen habe, ich habe vergessen, dass ich noch was basteln wollte. Und zwar wollte ich... Moment, ich habe 15 Wirbel. Einen Moment, jetzt muss ich eben gucken. 15 Wirbel. Warum? Mhm, okay. Dann scheint das falsch zu sein. Ich dachte, ich könnte das jetzt basteln. Naja, egal. Habe ich das richtig gelesen? Dämonisch? Gar nicht mal so schlecht. So. Aber das Wichtigste ist erst einmal, dass wir... Da haben wir davon ein bisschen was kriegen. Und Palladium-Kettensäge. Wir sind mit der Kraft, glaube ich, auf 75 schon hoch. Das heißt, es verschwendet oder wäre verschwendet. 130er. Na, okay. So. Fernkampfschaden. Okay. Und wollen wir die Brust? Haben wir. Kann ich noch nicht basteln. Das ist zu teuer dafür. 7% erhöhten Magieschaden und Chance auf kritischen Treffer her. Ja. Erhöht Höchstmana um 60. Ist natürlich sehr viel besser als das, was ich im Moment habe, weil das eigentlich ein Nahkampfset ist. Aber auch der Palladium-Bohrer ist ziemlich geil. Außerdem weiß ich nicht, ob die hier stark genug ist, dass sie Mithril abbauen könnte. Ich meine nämlich nicht... Durchgeschissen. Wir nehmen den Bohrer. Wir nehmen erst einmal den Bohrer und packen damit das Werkzeug. Ich glaube sogar den können wir jetzt wegpacken, ne? Ich meine, Bohrer können das auch. Und ich habe echt Glück. Ich habe Fromm. Ich weiß nicht, ob man das immer kriegt, aber ich habe es auf jeden Fall. So. So. Ah, und jetzt landet der Meteorit. Ist klar. Gewebeprobe. Ah, ne, ist eine Waffe. So, Waffe. Was
Musketenkugel packe ich auch mal dahin. Und ansonsten das. So. Okay. Wo ist denn was zerstört worden? So. Nee. Okay. Es geht später mit dem. Okay. Ein Bauchfüßler. Oder... Ja doch, Bauchfüßler ist er. Okay. Okay. Verdammt. Ich brauche unbedingt irgendwas, was mal mein... Oh shit. Nein. Sandelementar, böser Sandelementar, böser Sandelementar. Warum? Warum immer ich, ey? Okay. Einmal dahin. Einmal das, das, das. Und dann einmal. Ach, Krankenschwester. Ja, ist okay. Und. Achso, ich habe ja gar nichts. Richtig. Ich habe ja alles abgelegt. Auch gut. So, ich muss, glaube ich, so langsam mal meine Waffen umswitchen. Weil ich im Moment halt ständig zu wenig Mana habe. Bis ich eine vernünftige Mana-Rüstung habe. Ich bin es halt gewöhnt, mit Mana zu spielen. Und das halt nicht mehr ausgeht. So, was nehme ich denn mit? Ich glaube so. Ich glaube, so wird es am besten sein. Moment, du bist aber Kupfer, ne? Ja, du bist Kupfer. Ich glaube, Palladium ist leicht rötlicher. So. Glaube ich zumindestens. So, Monsieur Pixie. Einmal Pixie-Staub für mich. Ja. Bitte lass kein Sandelementar hier sein. Nee, ein Sandteil. Und das nicht nur ein. So, ich glaube nicht, dass er mir jetzt noch folgt. Doch, tut er. Verdammt. Ja. Okay, Riesenschildkröte. Toll, jetzt kommt die Goblin-Armee. Überhaupt nicht nervig. What? Der hat so ein Damage. Wow. Puh, okay. So langsam wird's echt kritisch. Na, vielleicht hätte ich doch die Rüstung machen sollen. Goblin-Armee. Ah, da ist er. Aber das ist sehr gut, weil das Event ist sogar wichtig für mich.
Ja, ihr blöden Magier. Da. Sehr schön. Vergesst es ganz schnell wieder. So, denn dadurch kriege ich ja einen NPC oder die Möglichkeit für einen NPC. Okay, die ist hart. Die Mutti ist hart. Okay. Echt, der schießt mit Farben. Ja. Kannst du kurz respawnen? Könntest du respawnen? Ja, und zwar bitte so, dass ich auch noch was machen kann. Warum müssen solche Events eigentlich kommen, kurz nachdem ich auf Hardcore gegangen bin? So, 40% habe ich schon geschafft. Jawoll! Es geht doch nichts über einen wunderschönen Angriff von der Armee, ey. Boah. Ja, respawn, danke. Oh ja. So, ich müsste die Köpfe mal erst loswerden. So. Weil die Köpfe sind im Moment das Nervigste. Was war das jetzt? Achso, das ist der, der Dingens, der, Schraubenschlüssel von der... Verdammt. Von der, Dingensbummens-Tuse. Ja, okay. Könnte ich dann respawnen? Danke. Kriege ich auch die Chance, mal irgendwas zu machen? Ich meine, irgendwann ist er kaputt, aber ich hatte eigentlich nicht vor, hier 5 Stunden lang zu sterben und zu respawnen, nur um dann irgendwie 200 Schaden zu machen und dann wieder zu sterben. Okay. Ist ja nicht so, dass das nervig ist. Gar nicht. Mal gucken, wie viele Gräber ich gleich hier habe. Also ich weiß, dass ich eins hier sowieso stehen hatte. So. Ja, komm mal her. Wow! 325, komm, das schaffe ich. Komm, das schaffe ich. Ja, ich spawn in einem Gegner drin. Garantiert. Alter Verreckschlampe. Boah, wurde auch Zeit. So, jetzt nur noch die hier. Ja. Ja. Komm, respawn bitte mal. So. Ja. Wahrscheinlich hätte ich mit dem Bumerang mehr erreicht. Wahrscheinlich sind die gegen Magie resistent. Hätte ich vielleicht eher drauf kommen können.
Mittlerer Rückstoß. So. Okay. Interessant. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Okay. Beim nächsten Mal wieder bei Terraria. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.